180 km Velo fahren, das nach über 3 km schwimmen und bevor man noch einen Marathon sollte absolvieren. Das tönt verrückt und ist vor allem dann schweißtreibend, wenn die Sonne vom Himmel brennt, so wie am 24. Juli 2016. Sehen Sie im Video auf www.zürichost.ch, wie die Athleten vom Ironman Switzerland in Bubiken angeführt und abgeheilt worden sind.